Hallo und herzlich willkommen. Ich melde mich zurück. Seit langer, langer Zeit mal wieder melde ich mich zurück. Der Sound ist extrem laut. Genau, ich hab ja, wir lassen es auf normal. Immer noch kein PC, aber ich dachte mir, so ein paar Indie-Horror-Games, die auf meinem Ersatz-PC Gott sei Dank irgendwie laufen, kann ich ja jetzt nochmal hochbringen. Ich schätze, ich habe den PC so in 2 Wochen. Wir haben ja heute den 4.8. Also ich rechne so in 2 Wochen so mit dem. Und dann geht's mit den Let's Plays, die ich ja leider unterbrechen musste, wie Gothic und so weiter. Und jetzt, wie gesagt, suche ich mir ein paar Indie-Horror-Games, dass ich ein paar Videos nochmal davor hochladen kann, dass ihr ein bisschen früher schon wieder mit Videos von mir gesättigt seid, sozusagen. Und wir spielen heute ein Horrorspiel. Ice heißt es, The Horror Game. Und wir legen einfach mal los. Das kann man ja sehr schlecht lesen. Ich habe schon mal ein bisschen reingespielt. Es geht darum, wir müssen 20. Naja, da steht Bags, also Taschen, aber es sind für mich eher. Nee, ich habe keine Fragen. Wir müssen 20 kleine Beutelchen finden. Ja. Level normal, Feind 20 Moneybags. Genau, Moneybags sind das, genau. Und wir fangen einfach mal an, das gute Ding zu spielen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon mal ein bisschen reingetestet. Hier haben wir schon den ersten Sack. Es ist random. Da hatte ich beim ersten Mal keinen Sack drin. Da stand bei mir hier auf dem Schrank einer. Wo jetzt hier keiner steht. Die Maussteuerung ist ziemlich sehr schnell, also das ist ein bisschen nervig. Wir haben eine Map, die wir uns anscheinend selbst zeichnen. Und wir spielen wahrscheinlich, oder denke ich mal, in unserer Wohnung. Wir müssen gegen die Tür durch. Oder gegenrennen, damit die aufgeht. Und wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Ach so, wieder gegenrennen, Alter. Ein Sack. Ist das sowas Ähnliches wie Slenderline Game? Alter, 1000 Türen und hinter irgendeiner Tür steht irgendwann etwas hundertprozentig. Der Basement Key found, aha. Ich habe nur gesehen, dass ich da interagieren konnte. Juhu, drittes Säckchen. Scheint kein langes Spiel zu sein. Aber schauen wir mal. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Nee. Da steht das nächste Säckchen auf dem Stuhl. Das sah ziemlich groß aus. Psst, da draußen. Huch. Eine blutverschmierte Leiter. Schön. Und hier war wohl ein bisschen Randale. Ach, das ist die Spülmaschine, die so ruckelt. Die diese Geräusche macht. Und hier ist doch ein Säckchen. Ist in jedem Raum ein Säckchen? Oh, da ist das erste Auge. Geht das ein bisschen auf Zeit oder so? Oder nach wirklich Säckchen? Hilfe. I see you. Ich sehe dich, heißt das Spiel, ja. I can't leave yet. I need to find 15 bags more. Ah, gut. Basement, da ist doch Keller. Nein, ich will nicht in den Keller. Run. Was? Was? Okay, ich renne, aber. Run, run. Alter! Normal. Play again. Alter, was war das denn? Boah! Jetzt haben wir den Sack wieder. Vor allen Dingen, wie soll man von dem Vieh wegkommen? Krasser Scheiß. Also, die fängt jetzt schon wieder an, die Tante. Ich hab noch nicht mal. Ah! Was ist denn das? Was bist. Das ist. Wir versuchen es nochmal. Einmal noch. Oder was heißt einmal noch? Aber das Video wird sonst viel zu kurz. Das Teil rennt hier und schwebt hier rum, ne? Und die blutige Leiter, die ist gar nicht blutig, die ist nur rot und die stand davor auch schon da. Wie ich gerade sehe. Okay, in dem Raum ist irgendwie
bisschen flackerig. Wie soll ich denn von diesem Vieh wegrennen? Kannst du mir das mal sagen? Ich habe das Beutelchen vergessen. Sind die anderen nicht random? Ist immer nur das erste im ersten Raum random? Ich weiß es nicht. Alter, stell mal vor, ich gehe durch so eine Tür und auf einmal ist ja dieser Kopf, Alter. Okay, diesmal ist hier kein. Das ist also alles random. Ich glaube, so doller es wackelt, desto näher ist sie. Kann das sein? Dieser Kopf. Ich gehe jetzt mal in den Keller. Ich weiß, dass das. Nein! 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 Alter! Der kann man gar nicht ausweichen. Willst du mich verarschen? Was ist denn das? Ah ja, Download-Link packe ich in die Beschreibung. Könnt ihr das auch mal spielen? Weiß nicht, ob ihr das wollt, aber. Ach so, guck mal. Das kann man. The Basement Key. Ich gehe jetzt mal in Basement. Alter. Diese Trulle. Ach, das ist eine Ratte. Ah. Ach, uff. Scheiße, sie kommt nach unten. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich stelle mich lieber in die Ecke hier, ganz ehrlich. Ich hab. Alter, wie das wackelt. Boah, auf die Trolle habe ich ja mal voll keinen Bock, ey. Ist das eine Tür? Eine Tür natürlich nicht. Ich komme hier nicht mehr raus. Das ist ja eine Sackgasse hier. Das ist ja super. Okay, krieg dich ein. Die ist da draußen, Alter. Und ich hab keinen Bock auf die. Schön, dass man mit Run gewarnt wird. Und trotzdem. Ah, okay, hier kommt man rein. Ich dachte, dafür braucht man jetzt einen Schlüssel oder so, keine Ahnung. Kann man aber auch einfach durch. Alter, die ist hier unten. Die Frage, die ich mir stelle. Wie viele Säckchen sind hier unten? Und kann man das überhaupt schaffen? Und wo ist sie jetzt? So, 10 haben wir. Ist das auch eins? Nein, das ist nur eine scheiß Vase. Alter, vor allen Dingen, wenn die mal hinter der Kopf auf einmal hinter der Tür ist, wenn ich die öffne, komme ich voll nicht drauf klar, ey. Schön, hier ist diesmal kein Säckchen dafür da. Toll. Die Frage ist, durch diese Augen, sieht die uns vielleicht durch diese Augen und weiß, wo wir sind und kommt dann dahin? Zwölf, naja, immerhin haben wir einen kleinen Rekord geschafft schon mal. Mami? Run! Ich will rennen, ich renne, ich renne! Kann man. Gibt's eine Shift-Taste? Es gibt. Ach so, es gibt eine Shift-Taste, sag das doch. Ah! Ah! Hilfe, 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 Hilfe! Sag mir doch, dass es eine Shift-Taste gibt! Alter, renn! Du Oppi! Huh. Wir schaffen das, wir schaffen das. Alter, renn, 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 renn. Das ist eine Tür, das ist eine Tür. Nächste Frage, gibt die nach einer Zeit, Alter, auf? Huch, was? Press Q to see? Ach so, ich verstehe. Mit diesen Augen können wir sehen, wo sie ist. Ja, das musst du mir aber auch mal früher sagen. Ich glaube, sie war gerade im Keller, oder? Kann das sein? Hallo? Durch die Tür.
Diese Frau ist sehr unheimlich. Hä? Bin ich? Hä? Wo komme ich her? Wo kam ich her? Wo? Ich bräuchte nochmal so ein Auge. Ich will wissen, wo die ist. Mach die Tür auf. Ist hier so ein Auge? Ist hier irgendwo so ein Auge, Alter? So eine Fackel. Scheiße. Kann ich doch nicht wissen, dass die Augen irgendwie was bedeuten. Also, für uns gut sind. Ich will da nicht raus, Alter. Ich will da nicht raus. Wie viele Säckchen habe ich eigentlich? Mach doch die Tür auf! Mach die Tür auf, Mann! Alter! Huh! Alter. Sie ist da draußen. Scheiße! Alter, was ist das für ein Spiel? Hallo? Ja! Alter! Boah, Digga! Chill dein Leben. Boah, krass, ey, ich brauch so ein Auge, ey. Feinde Kombination. Ja, toll, da sind die letzten Säcke drin, oder was? Ich hab jetzt keinen Bock hier auf eine Combination, Mensch. Warum macht er die Musik an? Ist der leicht... Nein, falsche Richtung gerannt, Mist. Okay, Leute, mir reicht das jetzt auch. Ganz ehrlich, ich hab voll Schiss, dass die Trolle irgendwann genau hinter einer Tür steht. Ich finde das Spiel eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, Download-Link ist in der Beschreibung. Könnt ihr dann selbst mal zocken. Und ich sag, bis zum nächsten Mal bei einem neuen Indie-Horror-Game. Oder bei einem vielleicht dann schon wieder aufgenommenen Let's Play. Also, bis dann!